So, da sind wir schon wieder. Nämlich, ihr wisst es ja, neuer Tag, neuer Shop. Und heute nicht nur neuer Shop, sondern sogar neue Wochenaufgaben. Aber die Wochenaufgaben werden natürlich gleich nach und nach kommen. Macht euch doch mal keinen Kopf, auch wenn ich schon ein bisschen spät dran bin. Aber sie werden halt definitiv kommen. Also einfach nur Geduld. Dann geht es ja um die Skin-Verlosung. Kurze Sache, sei am besten einfach schon mal auf jeden Fall Abonnent. Sei morgen zwischen 18 und 19 Uhr in meinem Stream, weil da werde ich definitiv den Skin verlosen. Wenn es funktioniert, wenn der Skin drin bleibt, wie heute im Shop, ich werde es gleich natürlich sagen, dann wird dieser Skin verlost oder je nachdem, was derjenige haben will. Also ich werde euch fragen, was wollt ihr haben und dann gibt es halt den Skin. So, dafür musst du natürlich mit mir befreundet sein, weil da gibt es öfters mal Probleme. Ihr seht ja schon, gerade erst eingeloggt, 31 Freundesanfragen. Schickt mir halt, wie gesagt, eine Freundschaftsanfrage an yt-familyhack, weil wir müssen halt befreundet werden. Ich hoffe nur, das klappt bei den anderen. Ansonsten muss ich das halt einfach einen Tick verschieben oder wir losen dann halt nochmal aus. So, jetzt gehen wir mal rein in den Shop und wir sehen schon, die Ghoul-Trooperin ist wieder da. Alle haben lange drauf gewartet, aber jetzt ist sie endlich wieder im Shop. Und ich habe selten so viele Nachrichten bekommen. Kannst du mir bitte den Skin schenken? Ganz einfach, die Fragen könnt ihr euch wirklich sparen, weil ich werde sie, wenn, verlosen und dann, wenn in Anführungszeichen alle dabei sind. So, da haben wir einmal hier die normale Variante und die Halloween-Variante quasi. So, dann als Rückenaccessoire haben wir hier den zermatschten Bär, wo ein bisschen Gehirnmasse rauskommt. Deshalb auch Bär. Wie? Berry? Wie heißt der? Heißt auch Bärilligenz, oder? Nicht Intelligenz? Naja, vielleicht wollten sie auch einfach nur ein Wortspiel machen. So, den Skin werde ich mir mal gleich mal selber rüber schicken. Dann haben wir hier den Brainiac. Kennen wir natürlich auch. Ist auch in zwei Varianten hier diesmal drin. So, dann gehen wir direkt weiter. Ich bin mir überlegen. Warte mal, die Sense. Warte, wir gehen direkt zur Hauptsense. Da ist die Sense, wo jeder drauf heiß ist. Also ungelogen. Ich glaube, jeder will diese Sense haben. Ich bin überlegen, ob ich mir die holen soll oder halt noch den anderen Skin mir schicken soll, weil ich glaube, ganz werden die V-Bucks nicht reichen, die ich auf dem anderen Account noch habe, aber das werde ich dann sehen. So, dann haben wir einmal die Sense, dann die Ultrasense in verschiedenen Stilen. Das ist der Unterschied. Kappa. Ist jetzt blöd? Auch hier unten links, ich sehe hier keinen Unterschied. Hört die sich anders an? Naja, auch nicht. Ohne Quatsch, was ist der Unterschied? Wenn es einer weiß, gerne in die Kommentare schreiben. Ich erkenne jetzt gerade keinen. So, dann haben wir noch den Schnitzer. Jetzt haben sie aber wirklich die besten Spitzhacken so ein bisschen ausgepackt. Beziehungsweise die beliebtesten. So, dann die Knochenblüte wieder, passend zu dem Halloween-Paket für 18 Euro, meine ich. Und halt die Sense. Den Ton finden halt wirklich alle am besten. Aber sie sieht halt auch geil aus, wie der Mechanismus ist im Spiel. So, dann haben wir schon wieder die nächsten Erntewerkzeuge. Ich glaube, mein Handy-Akku hat sich gerade verabschiedet. Dann haben wir Kuschelschatten. Ja, die Animation ist eigentlich recht nice. Also die Animation feiere ich eigentlich. Die sind halt nicht zu übertrieben. Dann haben wir noch natürlich den Kuschelhorror-Skin mit passendem Rückenaccessoire. Also ich finde, der ist spielbar. Von hinten sieht er auch normal aus. Ist halt schon, das Rosa könnte ein Tick zu auffällig sein. Aber er ist definitiv spielbar, weil er halt relativ dunkel ist. Gerade jetzt zur Halloween-Zeit, wo die Map an sich ein bisschen dunkler ist, passt das auf jeden Fall. So, was haben wir hier noch? Ne, das war das komplette Paket dann. Dann haben wir den Hohlkopf noch drin. Der ist natürlich auch sehr beliebt.
passende Rückenaccessoire. Ich sage, der Skin in sich ist halt wirklich top. So, dann haben wir als neues kleine Schritte. Ist halt zusammen machbar mit einem anderen, der gerade auch daneben steht. Dann haben wir noch die Kürbislaternen. Die Tarnung geht eigentlich auch klar. Die ist nicht übertrieben, kostet nicht viel. Ist halt eine simple Skin, also war schon Lackierung. Gerade mal gucken. Ja, das Boot ist immer noch verbuggt, wie gestern auch. So, dann haben wir Aufheulen. Passend zu Halloween, klar. Dann haben wir den Kürbiskämpfer. Der Skin geht eigentlich auch, aber ist halt einfach zu hell. Das ist halt das Problem. Manche Skins sehen wunderbar aus, aber im Spiel habt ihr eher Nachteile, mehr Nachteile als Vorteile mit dem Skin. So, dann haben wir noch mal die Fürchte, ne, doch Fürchte Flamme. Gerade gucken, das war doch der, ja, das sah nämlich richtig nice aus auf dem Boot. Wie gesagt, ich gucke mir die Tarnung immer auf dem größten Gegenstand an. Also auf dem Boot sieht es echt nice aus. So, dann würde ich auch schon sagen, war es das hier mit dem Shop? Wie gesagt, den Skin hier, die Ghoul-Tulperin, werde ich mir definitiv gleich zuschicken mit meinem anderen Account. Aber erstmal mal. Hallo? Aber erstmal mache ich für euch die Aufgaben. Da habe ich natürlich einiges vor. Und dann würde ich sagen, in dem Sinne, wie immer, gebt nicht zu viel Geld aus dem Shop aus und haut rein.